Die Six-Aktie hat es jetzt auch noch erwischt nach Starbucks und CVS Health, das dritte Crash-Video. Am letzten Handelstag hat die Six-Aktie um über 11% verloren. Grund ist eine, ich sag's mal, inoffizielle Gewinnwarnung. Und wir gucken uns jetzt auch noch diese Aktie an. Das heißt, Sixt mit 7% Dividende jetzt durch den Kurssturz, auch natürlich über die Dividenden nach oben gegangen, ist die Six-Aktie ein Kauf. Viele von euch haben sich jetzt nämlich auch diese Aktienanalyse gewünscht. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Gründer des Aktienfinders. Wir haben über 115.000 Mitglieder. Hier geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien. Das können Aktien sein mit und ohne Dividende. Jetzt in den letzten drei Videos sind es jeweils Aktien mit fetter Dividende. Guckt euch die anderen beiden Videos auch gerne an. Zu Starbucks und CVS Health sind ja noch nach wie vor top aktuell. So, an der Stelle noch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung und dann geht's auch schon los. Ich bin nicht der Erste, der ein Video gemacht hat. Das habe ich übrigens gesehen zu Sixt, der liebe Cole. Ja, ich wusste gar nicht, dass er noch Aktienvideos macht. Der hat nicht nur auch Sixt-Aktien im Depot, er hält auch der Sixt-Aktie die Treue. Er ist auch selbst Sixt-Kunde und hält das Unternehmen für sehr innovativ und ist auch ein Freund der hohen Dividende. Also es gibt durchaus auch einige bekannte Fürsprecher für die Sixt-Aktie. Ich habe mir jetzt mal hier die Vorzugsaktie ausgesucht, dass die Dividendenrendite ein bisschen höher, weil auch der Kurs etwas niedriger ist. Ich glaube, die Dividende um 1 Cent höher. Macht aber jetzt eh keinen Unterschied, welche Sixt-Aktie wir uns da aussuchen. Also hier, ich zeige es kurz, gibt deren ja zwei. Seht ihr hier Sixt Stamm und Sixt Vorzug. Und dann noch irgendwas anderes, hat jetzt damit nichts zu tun. Wir gucken uns, wie gesagt, die Sixt Vorzug-Aktie mal an. Macht fundamental so gut wie keinen Unterschied. So, was ist passiert? Wir haben zunächst einmal Kursverluste. Das sehen wir hier schön. Gehen wir auf logarithmisch. Und hier am letzten Handelstag hat die Aktie relativ stark abgegeben, um über 11%. Und wenn wir mal auf 5 Jahre hier zurückgehen, da könnt ihr sehen, damit hat man eigentlich, ja, war ein ganz klarer Underperformer auf 5 Jahre. Die Sixt-Aktie, man hätte damit Kursverluste gemacht und nur die Dividende hat die Aktie dann noch quasi vor Steuern ins Plus gerettet. Auf 10 Jahren sieht es dann schon deutlich besser aus, aber im Prinzip seit Frühjahr 2018 irgendwo, dann 2018, gewinnt man mit der Aktie im Performance Benchmark im Prinzip keinen Blumentopf mehr. Interessant sein könnte die Aktie aber insbesondere für Freunde von Dividenden. Wir haben abends auch mal eine Sonderdividende und derzeit kommt die Aktie, die Sixt-Aktie, auf eine Dividendenrendite von 7,1%. Da ist jetzt gerade die Berechnung der Sonderdividende ausgelaufen. Hier wird jetzt quasi die Dividendenrendite ohne die Sonderdividende nur mit regulärer Dividende quasi berechnet. Deshalb sieht es, kommt es hier zu dem Abfall. Aber 7,7% sind ja immer noch recht gut und jetzt soll die Dividende noch weiter steigen, also wieder auf 9% angeblich Anfang 2026. Jetzt müssen wir uns mal angucken, wie die Aktie auch bewertet ist. Und das mache ich jetzt mal anders wie in den vorherigen Videos. Jetzt gehen wir erst noch in die Aktienbewertung mal rein. Ich will dann nachher noch eine qualitative, in Anführungszeichen, Analyse machen, bevor ich euch dann wirklich sage, was ich von der Aktie halte. Hier seht ihr das gereinigte KGV, das auf die letzten 10 Jahre im Schnitt. Wir haben hier momentan KGV von um die 8 und ihr seht hier, Durchschnitt war 11. Hier mal kein KGV berechenbar, weil während Corona man Verluste geschrieben hat. Ihr könnt aber hier schon schön sehen, dass wir momentan also ein niedriges KGV haben im Vergleich zum Durchschnitt. Gucken wir mal, was die faire Wertberechnung sagt. Dann nehmen wir auch den bereinigten Gewinn und gehen wir auf die letzten 10 Jahre und da haben wir das aktuelle KGV von 8 und hier Schnitt hier um die 11. Und was ihr hier schön seht, abgesehen davon, wo man keinen fairen Wert berechnen kann, weil es da eben keinen Gewinn gab, seht ihr im Prinzip, dass es schon relativ gut gepasst hat, Aktienkurs und faire Wertberechnung. Das hier denkt ihr euch einfach mal weg. Da geht ihr einfach mal hin. Upsala, das wollte ich jetzt nicht machen. Naja, gehen wir wieder auf 10 Jahre. So, was ich machen wollte, war eigentlich hier den fairen Wert nochmal zurück auf 10 Jahre. 10 Jahre ungefähr so, 11,2, ja, passt. Und ich wollte eigentlich hier die fairen Werte miteinander verbinden, wollte euch sagen, stellt euch das so vor, nicht so. Naja, wie auch immer,
Wir zoomen mal ein bisschen näher rein und ihr seht ihr beim aktuellen Aktienkurs von knapp 60 Euro, da hätten wir dann einen fairen Wert hier von ungefähr 80 Euro, der dann weiter steigen soll, weil der Gewinn weiter steigen soll. Wir können hier noch den Prognosekorridor einblenden, der auch die Unsicherheit visualisiert der Analystenschätzung. Und selbst wenn wir dann die pessimistische Schätzung nehmen und das mal verbinden mit dem aktuellen Aktienkurs, um eine Renditeerwartung zu bestimmen, kämen wir auf eine Renditeerwartung von um die 30% pro Jahr, also jährlich, auf 1,5 Jahre. Und das wäre natürlich schon verlockend, da jetzt einzusteigen. Also die Aktie sieht schon relativ günstig aus. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die nähere Fundamentalanalyse überhaupt gehen und so gucken, ob das für uns ein erfolgversprechendes Investment ist, wir zeugen jetzt das Kind ein bisschen oder das Pferd ein bisschen von hinten auf, da können wir erstmal sehen, dass wir hier einen Zykliker vor uns haben. Also Sixt ist ein Zykliker und wir haben hier oben ja die Gewinnstabilität und da kommen wir auf so 0,7 ab 0,8, sagen wir, fängt eine Qualitätsaktie an. Das ist nicht schlecht, diese Stabilitätskennzahl, die er berechnet, wie stabil bzw. zuverlässig die Gewinne steigen, geht ja von minus 1 bis plus 1, plus 0,7, sagt schon mal eindeutig, dass die Gewinnentwicklung in die richtige Richtung geht. Aber wir haben halt hier immer wieder konjunkturelle Dellen drin und tatsächlich ist es ja so, dass in der in der Pressemitteilung hier, wo die versteckte Gewinnewarnung gewesen ist, dann auch gesagt wird, dass wir eine schwache Konjunktur momentan haben, die tendenziell auf die Gewinne drückt. Das ist ein Grund. Und wenn man langfristig investieren möchte in ein Unternehmen, dann ist ein Zykliker im Normalfall nicht die beste Wahl, in einen Zykliker zu investieren, weil wir dann immer wieder Kursgewinne abgeben, weil immer wieder der Gewinn einbricht bzw. rückläufig ist, bevor er sich dann wieder erholt. Der Hauptgrund, warum wir Verluste haben, liegt allerdings woanders. Und zwar sind das Abschreibungen auf insbesondere die E-Autos. Sixt kauft ja für seine Automobilflotte Autos und hat dann wieder Rückkaufverträge, verkauft sie dann wieder nach einer relativ kurzfristigen Haltedauer von einem Jahr aufwärts, meistens an die Automobilhersteller. Und der Preis ist aber nicht von vornherein fest. Der Rückkaufswert hängt halt von der allgemeinen Marktlage auch ab. Und ihr wisst ja, Tesla hat einen Preiskrieg losgetreten. Und insofern war das der ursprüngliche Grund, weshalb es mit den Automobilpreisen für Elektrofahrzeuge gen Süden ging. Es gibt noch einen anderen Grund, meines Erachtens, warum es mit der Elektromobilität auch allgemein hapert. Das heißt, wir haben zum einen die Preisnachlässe und zum anderen haben wir aber auch eine schwache Nachfrage nach Elektromobilität. Und das hat auch Sixt angemerkt, dass die Autos nicht so nachgefragt sind, E-Autos, wie sie sich das erhofft haben, also die in die Fahrzeugflotte aufgenommen haben. Das hat aus meiner Sicht der Dinge, das ist jetzt vielleicht etwas subjektiv, auch damit zu tun, dass das E-Auto schlecht gemacht wird. In der Presse, es gibt ja extrem viele negative Presseveröffentlichungen, Artikel, die ja negativ sind bezüglich E-Autos. Da werden also Ängste stark geschürt und weiter spekuliert, vermute ich, dass es was damit zu tun hat, dass die westlichen Automobilhersteller keine Chance haben, abgesehen von Tesla, gegen die chinesische Konkurrenz zu bestehen. Und wenn wir jetzt anfangen würden, quasi sehr stark auf die Elektromobilität zu gehen, dann hätten die westlichen Autobauer massive Probleme, massive Absatzprobleme und würden entsprechend dann natürlich ja Wettbewerbsfähigkeit einbüßen, bis hin zu massiven Arbeitsplatzverlusten, auch bis dann über die Zulieferer etc. Und das ist natürlich nicht gewünscht. Insofern ist das, sehe ich darin tatsächlich eine gewisse Abwehrhaltung, während beispielsweise in China, aber auch in anderen westlichen Ländern tatsächlich, die gibt es auch, die Elektromobilität stark auf dem Vormarsch ist, ist sie in einigen Schlüsselmärkten wie in Deutschland,
also relativ schwach. Und auch in den USA ist auch nicht so gut. Aber die haben ja auch eine starke Automobilindustrie und entsprechend auch Automobillobby mit den Verlinkungen hinein in die Medienlandschaft. Also nur so am Rande. Jedenfalls führt es dazu, dass die Abschreibung gemacht, außerordentliche Abschreibung vorgenommen werden mussten auf den E-Auto-Bestand. Wir haben hier von Abschreibungen bis zu 40% war da, glaube ich, die Rede. Und das ist natürlich schon heftig. Und das führt dann eben dazu, dass man ersten Quartalsverlust ausweisen wird. Es gibt aber noch einen anderen Grund, der aus meiner Sicht sogar noch schwerwiegender ist und der gegen SIX als langfristiges Investment spricht. Und zwar, wenn ich hier in die Bilanz gehe, oder wir können erstmal ein bisschen weiter nach oben gehen noch. Die Bilanz mache ich erstmal leer. Wenn wir hier mal schauen, was der freie Cashflow macht, dann sehen wir hier, dass der freie Cashflow meistens negativ ist und SIX trotzdem die Dividende ausschüttet. Das heißt, die Dividende wird auf Pump finanziert. Im Normalfall wird sie auf Pump finanziert. Während Corona ist die Dividende fast gestrichen worden, von der Vorzugsaktie, von der Stammaktie, glaube ich, sogar komplett gestrichen worden. Und es ist schon leicht ironisch, dass man hier dann einen positiven freien Cashflow hatte. Ich glaube, das lag daran, weil der Bestand der Fahrzeugflotte reduziert wurde. Das heißt, da hat sich dann Sixt von vielen Autos getrennt und hat weniger in den neu in den Bestand reingeholt. Deshalb waren sie plötzlich Cashflow positiv. Normalerweise erweitern sie aber ihren Fuhrpark und das kostet richtig Geld, wie ihr sehen könnt. Wenn ihr wirklich sehen wollt, wie viel Geld das kostet oder wie hoch der freie Cashflow negativ ist, dann könnt ihr das hier sehen. Wir haben jetzt beispielsweise auf die letzten 4 Quartale einen freien Cashflow von minus 151 Millionen Euro. Und dann haben sie jetzt nochmal Dividenden ausgeschüttet für knapp 290 Millionen Euro. Das heißt, dann hat er insgesamt nach Dividenden war der Cashflow negativ um fast 440 Millionen Euro. Und das ist keine Einmalgeschichte. Hier ist fast regelmäßig so, dass die Dividende auf Pump finanziert wird. Und wie ist das möglich? Na klar, indem man mehr Schulden macht. Und ihr seht, nur dann, wenn der freie Cashflow positiv ist, dann gehen die Schulden runter. Teils auch relativ deutlich. Also hier waren sie mal nach links unten gegangen, hier nach unten gegangen, hier nach unten gegangen. Aber wenn der freie Cashflow dann wieder negativ ist, dann gehen die Schulden ebenso deutlich wieder nach oben. Und was auch noch im Quartalsbericht, würde ich schon sagen, in der Pressemitteilung da gesagt wurde, das waren die hohen Zinsen, die auf hohem Niveau bleiben. Auch das ist Sixt abträglich. Warum? Ja klar, weil wenn sie immer Schulden machen oder wenn sie viele Schulden haben, weil sie halt Dividende auf Pump ausschütten, dann müssen sie halt Zinsen zahlen. Und momentan bezahlen sie Zinsen, das ist der Zinsaufwand auf die letzten 4 Quartale, waren das 112 Millionen. 112 Millionen, das ist also ein Drittel von der Dividende. Und diese 112 Millionen bei zu verzinsenden Schulden von 3,3 Milliarden, 112 Millionen, sind deutlich mehr als die 44 Millionen 2019, als die Schulden höher waren, als sie bei 3,4 Milliarden waren. Das sind nochmal gut 100 Millionen drauf. Aber damals war die Zinslast nur ein Drittel so hoch, weil das Zinsniveau deutlich niedriger war. Wir sehen also, das ist nochmal eine Sonderbelastung, die hier dazu kommt. Und das ist jetzt für mich, das heißt jetzt für mich, das sind jetzt Dividenden, die ausgeschüttet werden auf Pump, das ist unternehmensfeindlich. Diese Dividenden kosten dem Unternehmen richtig Geld, aus Unternehmenssicht, wegen der höheren Schulden, die sie machen müssen, zinstragenden Schulden, die sie machen müssen, was dann eben zu entsprechend hohen Zinsaufwendungen führt. Das ist also eine richtige Belastung fürs Unternehmen. Und aus Aktionärssicht ist es im Prinzip doppelt schlecht, weil erstmal, wenn es schlecht ist, für das Unternehmen, da ist es langfristig auch schlecht für den Aktionär. Es wird sich dann schon über die Kursentwicklung bemerkbar machen, weil die Gewinne und die Cashflows ja dann teilweise aufgefressen werden durch die höhere Zinslast, die zu bedienen ist. Das wird sich auch im Aktienkurs niederschlagen, das zum einen. Und zum anderen haben wir dann das linke Tasche, rechte Tasche, ausschließlich aus Aktionärssicht. Das heißt,
anstatt quasi, dass in der Bilanz gehalten wird, um die Bilanz aufzupeppen, wird es ausgeschüttet, dass man linke Tasche, rechte Tasche und dann hält dazwischen auch noch der Staat seine Hand auf oder auch noch eine Abgeltungssteuer dafür haben. Hätte jetzt das Management quasi die Dividenden gekürzt und stattdessen das in die Tilgung der Schulden gesteckt, dann wäre ja keine Abgeltungssteuer für den Aktionär fällig geworden. Also insofern kann ich mich mit der SIXT-Aktie als langfristiges Investment nicht anfreunden. Ich weiß, ich habe die Aktie schon mal analysiert vor 3 oder 4 Jahren und ich glaube, damals war ich positiver eingestellt, aber als ich das jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, nee, das geht ja gar nicht. In so ein Unternehmen würde ich langfristig nicht investieren wollen. Gibt noch einen anderen Grund übrigens, der mir nicht so, wo ich potenziellen Risiko sehe. Also ich glaube schon, ich kann mir schon gut vorstellen, sagen wir mal so, ich bin nicht so tief im Detail drin, dass das Sixt Management auch gut ist. Und sie haben ja auch beispielsweise reagiert auf Uber mit Sixt Ride heißt es, glaube ich. Aber was macht man denn, wenn jetzt beispielsweise wirklich irgendwann Tesla mit dem Robotaxi um die Ecke käme, ja? Ich weiß, es ist noch Zukunftsmusik, soll vorgestellt werden am 8. August. Aber wir sind ja hier international tätig und falls es was werden sollte, dann gibt es natürlich einige Märkte wie hier, gut, Nordamerika machen nur 0,2% Umsatz da in Europa. Ach nee, hier, United States, von wegen. 30% Umsatz hier, United States. Also dann, das wäre dann quasi der erste Markt, der dann wahrscheinlich hier darunter leiden würde. Die USA, United States. Hier haben wir es, United States, das Blaue hier. Naja, also da ist potenziell auch noch Gefahr, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen weit weg scheint, dass wir hier in der Nutzung des Automobils eine Umwälzung haben werden, wo Sixt dann als klarer Verlierer hervorgehen könnte. Je nachdem, ne, wie das Tesla macht. Ob sie die Autos dann selbst behalten und vermieten oder ob sie die zum Verkauf freigeben und vermieten lassen. Also wie gesagt, das ist alles noch so ein bisschen Hirngespinst, aber äußern darf man es ja mal. So, zusammenfassend, also für mich kein gutes Investment wegen der, also die Aktie scheint günstig bewertet, ja, die Dividende ist hoch, es wird wahrscheinlich weiter ausgeschüttet werden, weil die Dividendenpolitik halt Dividende auf Pump ganz offensichtlich vorsieht. Aber für mich ist es kein Investment wegen der Zyklik, wegen des Cashflow-intensiven Geschäfts und einer Dividende, die auf Pump finanziert wird, was dem Unternehmens- bzw. dem Geschäftserfolg langfristig abträglich ist. So, das war meine Meinung zu SIXT. Das war der dritte Crash-Report. Ich hoffe, es war interessant für dich. Vielleicht siehst du es ja ganz anders. Schreib gerne einen Kommentar. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Dann aber hoffentlich kein Crash-Report mehr.